Hallo zusammen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Ausgabe von Let's Play Forza Motorsport, dem Builders Cup hier auf dem YouTube-Kanal Demon Gamer XP. Und wie immer wünsche ich euch ganz viel Spaß und eine hoffentlich gute Unterhaltung, gerade auch an die neuen Zuschauer unter euch. Und ja, wir machen tatsächlich hier jetzt eine Open Class Tour noch weiter. Wir haben jetzt in der S-Klasse noch zwei Rennen offen, ehe wir dann wirklich auch den Audi R8 freischalten. Er hat also den V10 Performance. Und ja, Rennen 3 und 4 führt uns, 3 und 4, genau. Wäre ja irgendwie geil, wenn wir zweimal jetzt hintereinander hier Katalonien hätten. Nein, Rennen 3 führt uns halt nach Circuit de Barcelona, Katalonien in der Grand Prix Strecke. Ja, und das mit unserem Porsche 718 Cayman GT4 Club Sport der Marke Eigenbau, wenn ich das mal so sagen darf. Okay, auf Basis des 718 Cayman GTS, weil wir auch kein GT4 jetzt im Spiel haben, aber ja, ich betitel das jetzt trotzdem so. Meine Güte. So, und dann würde ich auch mal sagen, wir schnacken jetzt auch nicht lange rum. Wir werden auch jetzt nichts am Tuning und auch am Feintuning machen. Wir legen einfach mal direkt los. 3 Runden haben wir hier. Und von daher, ihr wollt Action sehen, ihr kriegt Action. So. Also dafür, dass die Rennen eigentlich recht kurz sind, kommt es mir irgendwie so vor, als würde ich immer echt lange Folgen machen. Letzte Folge ging jetzt auch schon fast 40 Minuten. Irgendwas mache ich hier verkehrt gerade. Katalunya ist berüchtigt für Richtungsänderungen bei hohen G-Kräften, bedingt durch abhängende Kurven mit zusätzlicher Steigung. Du darfst hier nur vorsichtig bremsen und musst die Kurven mit konstanter Geschwindigkeit durchfahren. Okay, wird gemacht, Chefin. Ja, meisterschaftstechnisch sieht das, muss ich sagen, jetzt nicht so berauschend aus. Also wir haben momentan 15 Punkte Rückstand auf den Erstplatzierten. Wobei man aber hier sagen muss, die ersten drei, die fahren alle einen Porsche 911 der Baureihe 996 GT1 in der Straßenversion. Und es hat sich vielleicht hier und da herausgestellt, auch vielleicht seit der letzten Folge, dass diese Fahrzeuge ein wenig, ich würde mal sagen, overpowered sind. Minimal overpowered. Also ich würde schon, ja, guck mal, jetzt haben sie sogar um 2 LI gedrosselt und sind trotzdem immer noch viel stärker als der Rest. Also, ja, eigentlich dürfte die GT1 Straßenversion überhaupt hier nicht vertreten sein. Also ich verstehe, um ehrlich zu sein, nicht wirklich, warum das Fahrzeug hier, ja, mit am Start ist. Aber gut. Ja, müssen wir damit vorlieb nehmen, was wir haben. Trotzdem könnten wir mit unserem Cayman in unserer Renntrim-Version mal zeigen, was wir hier drauf haben. So, überspringen wir einmal kurz das Training. Ja, zumindest hat die Einstellung jetzt gewirkt. Zumindest haben die Driver-Tare jetzt schon mal keine Spielerlackierung mehr. So, dann lass mal gucken. Kraftstoff müssen wir nochmal tanken? Nö. Das passt schon. Ja, dann würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt rein. Ja, die GT1 sind mal wieder komplett busted unterwegs. Eigentlich sollte ich jetzt extrem frech sein und einfach mal auf Platz 3 starten, aber das wäre auch irgendwie nicht so ganz geil. Komm, starten wir einfach mal wieder auf Position 10. Damit wir zumindest Chancen haben, da vorne anzugreifen. Falls wir Chancen bekommen sollten. Halt, das muss man sagen, steht jetzt auch noch nicht fest. Also irgendwie müssen wir mal gucken, dass wir echt die Dominanz hier der 3 GT1 Straßenversionen hier brechen, aber das wird nicht ganz einfach werden. Naja, gut. Vorteil ist, dass die meisten ja vermutlich sowieso irgendwie Serienreifen haben. Können sie ja nicht mit den Reifen variieren. Gucken wir mal. Oh, hier haben wir GT2 in der Forza Edition.
Das ist immer so geil. Ich divebombe gefühlt jedes Mal da rein. Ja, das Spiel gibt uns auch keine Strafe. Finde ich aber auch absolut gerechtfertigt. Ja, es ist irgendwie jedes Mal so. Ich versuche da irgendwie jedes Mal aufs Neue da irgendwie in die erste Kurve da irgendwie rein zu diven. Weil ich aber auch immer der Meinung bin, ich sehe da eine Lücke. Und diese Lücke versuche ich dann schon immer auszunutzen. So ist es ja nicht. Hab jetzt zwar jetzt vielleicht das Rennen des AMG GTR kaputt gemacht, aber... Ja gut. Ist mir egal. Oh, da gab es schon mal einen kleinen Kontakt, aber trotzdem haben wir den sehr cool überholt. Erstmal so einen kleinen Stupser. Ah, Platz hier. Das ist ja schon ein bisschen ein Crash-Derby hier. So, was denn los? Nein! Oh, komm! Oh, jetzt werden wir natürlich von der Strecke aufgehalten. Das gibt's doch nicht. Guck mal, wenn uns die Driver-Tari fast oder die KI fast keine Konkurrenz macht, dann muss es die Strecke hier für sie richten. Unfassbar. Na gut, den Carrera holen wir gleich sofort wieder ein. Und hier in dem Sinne hätten wir jetzt echt die Chance gehabt, da anzugreifen und mal zumindest hier die Dominanz der GT1 Straßenversion teilweise zu brechen. Mann! Das gibt's doch nicht! Ist so zum Kotzen. Oh. Ja gut, jetzt ist der Akku alle. Ich tausche einmal kurz aus. Sekunde. Spätestens da merkt ihr, ich bin vielleicht die ganze Zeit ohne Force Feedback gefahren. Ich glaube, jetzt wird es uns nochmal einen Aufschwung geben. Hoffe ich. Ja, die Karriere will ich aber noch kriegen hier. Wie weit denn der Best from the Rest sein? Also von daher, Anspruch habe ich hier. Ja, das muss man sagen, ist halt leider eine Meisterschaft, wo uns schon, ja, der Verlauf, ja, schon mitgeteilt worden ist, bevor wir die überhaupt gestartet haben. Ja, also wären die GT1 Straßenversion jetzt nicht am Start, dann hätten wir locker hier vorne mitmischen können. Aber, naja, man sieht ja, die ersten drei, die sind so overpowered unterwegs. Wenn ich mir mal teilweise hier den Abstand vom Erstplatzierten angucke, es ist ja nicht normal. Der insane, wie schnell der unterwegs ist. Naja. Versuchen wir Spaß zu haben. Das ist mal das Wichtigste. Und zum Spaß gehört ja auch immer ein schönes Foto von unserem Fahrzeug. Dieses Spotlight hat sich das Fahrzeug aber auch echt verdient. Ja, sieht cool aus, oder? Oh, machen wir mal ein wunderschönes Bild. Jawohl. So muss das. Und dann geht's auch weiter. Ja, also man muss auch ehrlich sagen, auch im Laufe der Live-Aufnahme dürfte es, glaube ich, hier und da mal auffallen. Ja, wir haben einen Großteil der Rennen wirklich so durch eigene Fahrfehler hier übers Board geworfen. Also wenn man mal ehrlich ist. Letzte Runde. Auf geht's. Ja. Haben wir einige Top-Platzierungen wirklich selber in den Sand gesetzt. Ja, das beweist aber auch einfach mal, dass wir die meisten Rennen auch einfach in der eigenen Hand hatten. Und auch hier wäre es möglich gewesen. Ich meine, wir lagen da momentan auf Position 3. Ja, und dann hat uns wieder mal ein Fahrfehler mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, und jetzt zieht uns hier wohin genau davon. Überhaupt nicht cool.
Wir versuchen da ein bisschen ruhiger zu sein. Ja, also ich merke auch tatsächlich, ich bin noch nicht so 100% hier mit dem Fahrzeug zufrieden. Also er fährt sich wirklich sehr, sehr gut, keine Frage. Ich finde sogar, der fährt sich noch besser als in der Serie. Und das muss schon auf jeden Fall was heißen. Nichtsdestotrotz ist aber auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial da. Aber gut, da müsste man sich halt, wie gesagt, so ein bisschen mehr sich in das Feintuning reinsetzen. Auch generell hier mehr Zeit in das Fahrzeug mal investieren. Ach komm. Ein Zehntel. Das ist doch jetzt nicht... Ach komm, egal. Naja, bleiben wir auf Position 5. Noch hier wäre mehr drin gewesen. Wir sind auf P5 gelandet. Ja, so zufrieden war ich jetzt nicht, muss ich sagen. Also das ärgert mich schon gewaltig. Insbesondere, wenn ich mal überlege, dass Position 3 möglich gewesen wäre. Hätten wir die Position auch gut verteidigt, dann, naja, dann wären wir auf jeden Fall ein gutes Stück rangekommen. Aber ja, wir sehen auch wieder mal, die 911 GT1 Gang hat mal wieder ganz klar dominiert. Ja, die Meisterschaft kannst du echt vergessen. Die ist wirklich bekloppt. Ich habe auch tatsächlich versucht, bei dem Cayman da auch die Felgen so auszuwählen, dass sie dann genau seinem Originalbild entspricht. Oh, den Podium, ey, gönne ich den jetzt nicht. Sind schon genug im Spotlight gerückt. Was soll das? So, haben wir nochmal 35.000 bekommen. Cool. Ja, letztes Rennen. Wird... Ja, genau. Zwei Runden auf Le Mans. Oh Gott, das war's. Das war's. Wir können uns schon mal von der Meisterschaft ganz klar verabschieden. Ja, also... Verstehe mich nicht falsch. Also ich habe auf Le Mans richtig Lust, aber nicht mit dem Auto hier. Ja, und bei einem Top-Speed von 290, ja, gehen wir da ein gutes Stück unter. Ja, erstmal Entschuldigung für den kleinen Cut hier an dieser Stelle. Ja, es ist tatsächlich das eingetroffen, was eigentlich hätte überhaupt nicht passieren dürfen, nämlich der Stream ist abgestürzt, beziehungsweise mein Internet war jetzt für eine kurze Zeit weg gewesen. Also sagen wir mal zwischen dem Part, also... bevor ich dann den Schnitt gemacht habe oder den Cut, bis hierhin sind da tatsächlich ein paar Minuten dazwischen gewesen. Aber jetzt sollte eigentlich wieder mal alles funktionieren. Und ja, ich würde mal sagen, wir schlagen jetzt auch tatsächlich nicht lange rum. Wir fahren auch tatsächlich jetzt nochmal zwei Runden auf Le Mans zum großen Finale in der S-Klasse-Serie. Auf der Gesamtstrecke. Und das wird... Ich glaube, das wird ziemlich böse werden. Ich glaube, es wird wirklich ziemlich böse werden, weil das Ding ist, wir haben mit unserem Porsche Cayman GT4 Club Sport der Marke Eigenbau kein Topspeed. Also Topspeed liegt bei 290 km/h. Das wird bei weitem nicht ausreichen, um da wirklich hier mit der Konkurrenz mithalten zu können. Ja, und wir haben auch zu wenige kurvenreiche Abschnitte. Die Schikanen in der Mulsanne-Geraden wurden installiert, um die Geschwindigkeit der Fahrer auf der Geraden zu reduzieren. Davon darfst du dir aber nicht die Rundenzeiten ruinieren lassen. Konzentrier dich auf die Einfahrt in die Schikane, damit du schnell wieder hinauskommst. Ja, wollen wir mal gucken, wie wir damit am besten klarkommen. Ja, wir sehen auch natürlich wieder mal die GT1 hier wieder vorne mit dabei. Ja, die, ich glaube, die Meisterschaft werden die auch unter sich ausmachen. Für uns ist, glaube ich, eher die Aufgabe, dass wir da jetzt nicht zu weit nach hinten fallen, um da... noch viele Plätze hier zu verlieren. Also ich würde da noch gerne Vierter bleiben wollen. Das ist jetzt noch mein Ziel, was ich gerne erreichen möchte. Und um das zu ermöglichen, müssen wir uns aber tatsächlich hier durch fahrerisches Können beweisen, dass wir ja diesen Defizit, den wir in Sachen Topspeed haben, durch Kurvengeschwindigkeit ausgleichen können. Ob das uns gelingen wird, weiß ich nicht. Aber wir werden natürlich einen Try geben. Ja, und wie gesagt, Le Mans ist eine super coole Strecke. Aber man muss auch irgendwo ehrlich sein. Da sehe ich das Fahrzeug jetzt nicht. Da sehe ich das Fahrzeug nicht. So, wir werden natürlich auf Softreifen unterwegs sein. Wir wollen dann natürlich das Maximale aus dem Fahrzeug rausholen. Ja, und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal direkt hier
zum Training. Ich muss aber ehrlich sagen, also jetzt, wo ich das Fahrzeug sehe, fallen mir jetzt gerade zwei Sachen auf. Erstens passen irgendwie die Felgen doch nicht zu 100% dazu. Und zweitens, was hatte der Audi gerade eben für ein Whitebody-Kit gehabt? Das wollte ich nur mal einfach mal so in den Raum werfen. Also, sah jetzt nicht irgendwie scheiße aus, aber na gut, das Fitment, da brauchen wir auch wieder mal nicht drüber zu reden, aber naja, trotzdem. So, oh, wir fahren in der Nacht. Okay, das wäre ein bisschen entgangen. Ah, gut, steht ja auch Tageszeit zu 21 Uhr. Bei klarem Wetter, okay, das wird eine coole Gaudi auf jeden Fall. Ja, natürlich die GT1 mal wieder on top mit dabei. Wisst ihr was? Mir ist es so latte, aber komm, damit wir überhaupt noch ein bisschen Spannung in die Meisterschaft noch reinbringen können, versuchen wir mal unser Glück tatsächlich auf Position 4. Und hoffen mal, dass wir da überhaupt irgendwie Schnitte haben werden. Gegen diese schier dominante Gruppe. Relativ kühl, muss man sagen, hier für Le Mans. Aber wenn man ja jetzt irgendwie in der Kurve starten müsste, das wäre ja mal wirklich ein super GAU. So, ja, würde ich sagen, knall da jetzt mal richtig hier nochmal rein, ne? Hätte ich jetzt gesagt. Ballern! So, ich glaube, also die einzige Chance, die wir wirklich haben, um da mal siegreich aus dem Rennen hervorzugehen, ist die tatsächlich schon in den ersten beiden Kurven aufzuholen, zu überholen. Wenn wir das nicht schaffen, dann haben wir eigentlich schon verkackt. Weil jetzt ziehen sie uns in dem Moment wieder weg. Wieso leuchtet unser Fahrzeug eigentlich? Yeah, als hätte das Ding Neon irgendwie. What the fuck? Gerade zu Beginn, habt ihr das gesehen? Unterbodenbeleuchtung in Forza confirmed. Mann. Boah, hatte ich halt mit dem Streamabsturz aber eigentlich echt Glück gehabt, muss ich sagen. Dass da dazwischen einfach mal ein Pausenmenü war. Wäre das irgendwie mitten des Rennens passiert, da hätte ich aber echt irgendwie eine Krise bekommen. So, wir haben uns auf Position 2 schon mal vorgekämpft. Mal gucken, wie lange wir diese Position aufrechterhalten können. Ich glaube nämlich nicht, dass wir lange dort bleiben werden. Und schon... What the fuck? Also schon gar nicht hier... wo uns auf einmal aus nichts das Heck ausbricht. Das war jetzt gerade eben sehr interessant. Sehr interessante Beobachtung, die ich festgestellt habe. Und nochmal der Spaß. Ich frage mich, ob dieser Absturz halt wirklich jetzt auch an diesem Fenstermodus lag, weil das ist jetzt schon tatsächlich das zweite Mal passiert, innerhalb kurzer Zeit. Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es halt wirklich an diesem Fensterbildmodus liegt, dass ich da die ganze Zeit am OBS am Laufen habe. Könnte ich mir aber gut vorstellen, dass der PC das hier nicht mitmacht, keine Ahnung. So, jetzt sollten wir mal dafür sorgen, dass wir jetzt irgendwie nicht mit Absicht uns drehen, sondern dass wir einfach mal das Rennen vernünftig hier beenden. Ja, es ist ja relativ schwierig, weil man muss die Rennreifen auf Temperatur bringen und das ist ja auch gar nicht mal so einfach. Gerade bei den kühlen Asphalttemperaturen, die wir hier jetzt haben. Da brauchen die Rennreifen natürlich länger, um warm zu werden. Damit sie auch wirklich den maximalen Grip erzeugen können.
Ja. Ja, man merkt auf jeden Fall den fehlenden Topspeed. Keine Chance. Ach so, das ist der Carrera. Lol. Oh, da hat er sich ein bisschen überschätzt. Kommen wir ja wieder vorbei. Nice. Aber der wird uns gleich eh wieder überholen. Er ist auch gar nicht mal so weit weg jetzt. Ja, versuchen wir mal ein bisschen die Linie dicht zu halten. Oh, man merkt, ey, wie viel mehr Beschleunigung dieser Carrera GT hat. Im Vergleich zu unserem Rennwagen, würde ich schon fast sagen. Aber wir können das tatsächlich hier mit unserer Kurvenspeed tatsächlich ausgleichen. Zumindest teilweise. Ja, schön, wie die Flamme hier aus den beiden Endrohren ausschießt. Sehr sauber. Boah, wie dieser V10 einfach nur am Schreien ist da hinter uns. Kriegt ja unser Motor fast nach gar nichts gefühlt. Aber ich glaube, hier mit dem Rennen könntest du... Schon. Alles klar. Was war das zur Hölle? Ja, da hat unser Heck irgendwie urplötzlich weggehauen. WTF, okay. Ja. Das war's mit dem Rennen. Das war's mit dem Rennen. Also ich glaube, wir werden ja den Rückstand nicht mehr wieder gut machen können. Okay, da hat uns einfach mal das Heck einfach so überholt. Ohne Grund sogar. Ich bin da ganz normal eingeschlagen hier mit der Lenkung. Aber es geht noch. Also ich kann noch fahren. Ich muss da tatsächlich jetzt ein bisschen mehr bremsen. Aber ich kann noch fahren. Also von daher, der Schaden nimmt mich jetzt doch nicht so krass hier mit. Oh, ich bin da schon so fast gewillt, das Rennen trotzdem durchziehen zu wollen. Wir fahren auch einige in die Box durch unser Crash-Manöver. Ja, es geht sogar. Also der Schaden ist ja jetzt doch nicht so extrem. Ja, sind wir zumindest wieder auf Position 5. Da frage ich mich aber wirklich, wie das jetzt überhaupt passieren konnte. Warum das Heck uns da einfach urplötzlich eingeholt hat. Ohne erkennbaren Grund. Also ich hatte jetzt auch irgendwie nicht den Eindruck gehabt, dass das Force Feedback bei mir so krass eingeschlagen hat. Oder so krass angefangen hat zu vibrieren. Sondern als hätte es einfach random das gemacht. Ohne Grund. Na egal. Versuchen es trotzdem noch, das durchzuziehen. Also, wir können immer noch mit dem Fahrzeug fahren. So ist es nicht. Auch wenn natürlich auf dem Vorschaubild das die komplette linke Seite am Arsch ist. Trotzdem können wir immer noch hier fahren. Das ist krass. Ja, die ganze Karosserie ist auch am Arsch. Das heißt, Topspeed haben wir jetzt auch so gut wie nicht mehr. Als ob ich mich jetzt vom Taycan überholen lasse. Nee, 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 nee. Hack's ja wohl nicht richtig hier. Oh, das war jetzt ein bisschen too much.
Ja, okay. Da müsste ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Wieder jetzt nicht zu sehr auf die Ideallinie vertrauen. Ja gut, bei so kleineren oder langsameren Geschwindigkeiten geht das. Ach du Kacke. Was ist das für eine Armada, mit die mich da die ganze Zeit verfolgen? Hey, 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 hey. Ihr habt mal ein bisschen Gnade vor mir, ja? Ich bin kurz davor, irgendwie den Wagen komplett in den Sand zu setzen. Oh Mann, wie das so schön hin und her wabbelt. Eieiei, die Federung macht er überhaupt nicht mehr mit hier. Ja, jetzt werden auch noch unsere linken Vorderreifen auch kalt. Ja, das heißt, wir haben nicht mal mehr jetzt maximalen Grip. Das ist ja mal sehr cool, nicht? Ach du Scheiße. Oh. Wenn wir ja jetzt noch Position 5 halten, dann ist das schon eine Sensation. Ja, man merkt es auch an der Runde. Wir sind 6 Sekunden langsamer. Gut, hatten natürlich jetzt den einen Ausrutscher gehabt. Das hat uns jetzt locker irgendwie 2-3 Sekunden gekostet. Aber so an sich sind wir ja generell extrem langsam. Naja, war trotzdem ganz cool gewesen, hier mit dem Cayman GT4 Club Sport hier an den Start zu gehen. Ja, auch schön mit der Rennlackierung und den Specs, die ich ja versucht habe, so originalgetreu wie möglich umzusetzen. Na, gucken wir mal, vielleicht passt sich das Tuning ja noch irgendwo an. Aber auf jeden Fall cool, den mal auszufahren. Also ich habe jetzt echt die Entscheidung hier jetzt nicht bereut. Ja, auch wenn wir natürlich das Fahrzeug schon im Let's Play hatten. So, natürlich mache ich jetzt auch noch den Teil Schrott. Na gut, die ganze Karosserie ist sowieso am Arsch. Aber ich glaube, wir scheinen tatsächlich hier das Rennen einigermaßen zu überstehen. Wäre cool. Ja, bleiben wir auch auf Position 5. Ja, bleiben wir wohl auf Position 5. Und auch hier muss man natürlich wieder sagen, wir hätten natürlich eine deutlich bessere Platzierung gehabt. Ja, Mann, damit sind wir aufgestiegen zum Profi-Baumeister. Irgendwie macht diese Beschreibung auch überhaupt gar keinen Sinn, aber ja. Lassen wir es mal so hier raufstehen. Hat auch so gut wie keiner eine Strafe dafür bekommen. Naja, egal. Also damit sind wir zumindest in der Meisterschaft auf Position 4 geblieben. Ja, das heißt, wir haben unsere Ehre doch noch bewahren können. Wir sind best from the rest gewesen. The best of the rest. Ja, damit kann ich eigentlich ganz zufrieden sein. Ja, also gegen die GT1 hatten wir ja überhaupt gar keine Chance gehabt. Also, selbst mit unserem Headstart, den wir hatten, hatten wir trotzdem keinen Schnitt gehabt. Oh, übel, übel. Naja, gut, gönnen wir denen dann nochmal ihren Auftritt auf dem Podium. Wie kann... Also diesmal war auch ein Carrera GT am Start. Sehr cool. Immerhin doch nicht so einheitlich wie sonst immer. Ja, gibt es auch noch 15.000. Ja, hier kriegen wir jetzt schon wieder 5.000 Credits als Boni. Hä? Kapiere ich nicht. Ja, aber immerhin haben wir jetzt dadurch den Audi R8 V10 Performance freigeschaltet. Sehr schön.
schönes Ding. Ja, die Open Tour Reward Showcase würde uns dann nach Nürburgring wieder führen. Okay. Können wir ja bei den Audi wunderbar austesten. Eigentlich müssen wir das machen, ne? Eigentlich müssen wir das machen. Okay, wie lange ist die Geschichte? Das steht hier gar nicht bei, oder? Gucken wir das mal einmal ganz kurz an. Gucken wir einmal ganz kurz an. Ach, habe ich jetzt gesehen. Verdammt, 3 Runden. Glaube ich. 3 Runden. Naja, eigentlich wollte ich jetzt nicht hier am Start sein. Aber da waren jetzt 3 Runden, wenn es mich nicht täuscht, ja. 3 Runden mit einer Trainingsrunde. Ja. 4 Tage. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Aber vielleicht plane ich dann nochmal irgendwie noch eine extra Live-Aufnahme ein, wo ich das dann nochmal abschließen möchte. Gerade wenn das hier in 4 Tagen endet, dann ist es ja doch schon sehr knapp die Zeit, oder? Naja, gut. Wie dem auch sei, ich denke mal, ja, die Folge mit dem Audi wird dann dementsprechend in der nächsten Live-Aufnahme kommen. Für euch Nachzuschauer, wenn ihr das in Videoform schauen solltet, dann wird diese Folge dann auch sowieso dementsprechend irgendwann erscheinen. Von daher, macht euch keinen Kopf. Ansonsten zur Not, wenn diese Tour weg sein sollte und ich es nicht mehr rechtzeitig schaffe, diese nochmal für euch anzugehen, ja, dann machen wir das einfach im Freeplay, ja, dann ist das ja eigentlich genau dasselbe. Ja. Aber das dann dementsprechend zur Not dann auch so machen. Ob so oder so, wäre ich auf jeden Fall raus für diese Ausgabe hier. Ich hoffe, euch hat hier die S-Klassen-Tour mit dem Cayman gefallen, den ich dann, ja, selber mal nachgebaut habe, den GT4 Club Sport. Und wenn es dem so ist, lasst gerne eine Bewertung für dieses Video da, sei es ein Daumen nach oben oder einen netten Kommentar eurerseits. Auch ein Abo auf den Kanal wäre hier wie immer sehr wünschenswert. Und ja, damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns in einer der kommenden Let's Play-Folgen zu Forza Motorsport hier wieder, sei es im Builders Cup, in der Rampenlicht-Tour oder zu einem anderen Let's Play-Projekt. Und ja, bis dahin und haut rein!